wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FXLED mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED am frühen Morgen. Wir machen direkt mit dem Risikohinweis weiter. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungszwecken, nicht als Handelsempfehlung verstehen und Sie müssen immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Das wird sich nicht ändern. Ja, okay, dann offiziell guten Morgen, Thorsten. Ich hoffe, dass es dir heute ein bisschen besser geht und übergebe sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, einen. Achso, ich muss den Bildschirm übernehmen. So, jetzt müsstet ihr mich sehen können. Nee, mich nicht, das wollte ich auch nicht. Aber deine Plattform. So, jetzt müsstet ihr meine Plattform sehen können. Mich wollt ihr, glaube ich, nicht sehen. Kann ich auch verstehen. Also um der allgemeinen Nachfrage, ja, mir geht es etwas besser, aber ich muss genau um 8.30 Uhr das Haus verlassen, um das checken zu lassen, was da in mir steckt, das vorneweg. Wir werden also... Ihr könnt heute Morgen rechtzeitig in die Küche einen zweiten Kaffee trinken. Wir werden uns heute früh mal damit befassen, was hier im Moment abgeht. Der eine oder andere, der wird es wahrscheinlich gar nicht so richtig greifen können. Das geht mir genauso. Ich habe mir gestern und heute einen Haufen Gedanken gemacht. Und mal überlegt, wie geht man damit am besten um? Und ich habe es heute Morgen in unserem Blog und bei Dirk im Blog auf unserem UFBAS-Blog geschrieben. Ich denke in solchen Geschichten immer in Bildern, in Bildergeschichten. Der ein oder andere kennt das vielleicht von mir und gerade die oder von uns, die Jungs, die gerade hier waren zum Seminar, genauso. Und ich vergleiche das einfach mal, nehmen wir mal den DAX und schauen wir uns den mal im Stundenchart an. Wer sich schon ein bisschen länger mit der Börse befasst, der weiß, dass das, was hier im Moment abgeht, was hier im Moment läuft, nicht gesund ist und auch nicht gesund sein kann. Überhaupt nicht. Und solche Dinge werden in der Regel auch ziemlich hart bestraft. Wann, das weiß man nicht. Ich habe es heute Morgen mal so verglichen. Ich weiß ja, wenn man so einen Haufen Gespräche führt mit Kunden, mit Interessenten, mit Börseninteressierten, so Dialoge bei uns in der Community, welche Verantwortung man hat. Viele Leute drücken einfach auf den Knopf, weil wir auch auf den Knopf drücken. Ich will mich da gar nicht so in den Vordergrund schieben, das geht anderen, egal ob das nun Dirk ist, ob das ein Orkan ist oder was weiß ich, wenn man da alles nehmen kann. Wenn jemand auf den Knopf drückt, dann drücken viele, viele hinterher. Das heißt, ich vergleiche das mal so, vom Dialekt her merkt man das ja, ich habe lange noch an der See gewohnt und ich fahre und ich fühle mich immer auf dem Wasser sehr, sehr wohl. Ich vergleiche das mal mit einem Captain, mit einem Kapitän. Ein Kapitän, wenn der die Verantwortung für ein Schiff hat oder er kriegt dieses Schiff übergeben, dann hat er die Verantwortung für das Schiff und für die Crew. Das ist hier an der Börse glücklicherweise gesetzlich ein bisschen anders geregelt, aber ich vergleiche es trotzdem damit, damit man das vielleicht besser versteht. Das heißt, wenn man so ein Schiff wie unsere Community und oder wie unseren Club, wie unsere Paternoster, wenn man davon zum Captain bestellt, berufen wurde und auf das Schiff gesetzt wurde, um die Verantwortung dazu zu übernehmen, muss man sich derer auch bewusst sein. Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Man fährt durch ruhige See, ganz entspannt und guckt mal hier und guckt mal da. Man kann mal ein Bildchen von dem Delfin machen, man kann mal hiervon ein Bild machen, man kann mal hiervon ein Bild machen. Und dann gibt es auch die Nordstrecken, die durchs Packeis führen. Titanic dürfte jedem Begriff sein.
Und dann gibt es auch da zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt sich mit der Crew, mit der ganzen Mannschaft zusammen und redet darüber und sagt so, pass auf, die und die Aufgabe, die haben wir vor uns, wie wollen wir die angehen? Wenn wir die gemeinsam angehen, werden wir das Schiff hier sicher durchsteuern. Haben andere auch geschafft. Aber da muss jeder mit anpacken. Oder, das heißt, jeder passt auf jeden auf. Der eine guckt links, der andere guckt rechts, der andere guckt nach vorne. Kommt da ein Eisberg oder kommt da ein Eisberg oder kommt da einer? Wenn der kommt, kann man da vorbeischlittern. Oder muss man den zwangsläufig rammen? Wann muss man mal einen Rückwärtsgang einlegen? Und, und. Das ist aber die Aufgabe von allen. Das kann einer, ein Captain alleine nicht bewerkstelligen. Oder die zweite Möglichkeit ist, die Crew, die Mannschaft und der Captain fühlen sich davon überfordert. Sagen, scheiße, mit Packeis habe ich noch nie was zu tun gehabt. Packeis gab es in der Südsee ganz selten. Das ist jetzt irgendwie nicht so richtig mein Hauptgebiet, hier so ein Frachter durchzusteuern oder so eine Fregatte durchzusteuern. Und wenn man in diese Situation kommt, was macht man dann? Dann legt man einfach das Schiff vor Anker. Man legt das Schiff vor Anker, man repariert ein paar Kleinigkeiten, man pflegt das Schiff, man putzt das Schiff, man lässt die Seele baumeln, man kommuniziert in der Mannschaft mal untereinander, erzählt sich ein paar alte Geschichten, spielt vielleicht mal ein bisschen Karten und lässt die Seele baumeln mal ein, zwei Wochen, drei Wochen, bis das Packeis weg ist, bis man dann weiterfahren kann. Und genauso sehe ich das jetzt hier. Solche Geschichten helfen mir immer, um mich besser zu orientieren und mein Gehirn ein bisschen gerade zu biegen. Und genauso ist es hier. Diese DAX-Fregatte hier, die ist im Moment, glaube ich, für niemanden, der hoch und tief und so weiter macht, steuerbar. Es sei denn, man hat es geschafft, sich hier oder hier unten irgendwo eine Position zuzulegen und man führt diese Position durch. Das ist jetzt nicht so einfach. Jetzt kommt der ein oder andere, das ist also ein ganz normaler Trend, sieht man doch, ist ja überhaupt nicht so schlimm. Man handelt einfach den Trend. Wenn man schon im Stundenchart ist, so wie wir jetzt hier, brauchen wir doch nur den Stop unter den letzten Tiefs nachziehen hier. Ja, die in der glücklichen Lage sind, von hier unten gekommen zu sein, brauchen immer nur den Stop unter den letzten Tiefs nachziehen und sind jetzt in der glücklichen Situation, dass sie ihren Stop irgendwo jetzt bei 11.868 hinlegen können oder bei 70 irgendwo in diesem Bereich hinlegen können und einfach darauf warten, was dann kommt. Irgendwann fliegt man dann raus. Dann hat man 500 Punkte auf dem Deckel und die nächsten zwei Monate sind gesichert. In der glücklichen Lage bin ich nicht, da ich Bär bin und kein Bulle, weil ich jederzeit damit rechne oder gerechnet habe, dass dieses ganze Kartenhaus in sich zusammenbricht. Das haben wir schon mehr als einmal erlebt. Und das Zusammenbrechen eines Kartenhauses ist immer mit einem ziemlichen Schaden verbunden und den will ich nach Möglichkeit abwenden. Also, wir haben jetzt sogar die 12 oben geküsst. Wir gehen dazu mal so gleich. Den gucken wir uns gleich wieder an. Hier hat noch jemand was zum Euro geschrieben. Und da schauen wir mal, ob es da besser aussieht. So. Ach, ein Doppelklick, Thorsten. Danke. So, hier kam gerade Moin, also ich habe jetzt mal nicht auf den Knopf gedrückt, bin im M5 Short, sieht da im M1 aus wie Euro Pull Long. War die Trendanalyse richtig? So. Hat jemand aus unserer Truppe gefragt. So, und das kann man jetzt
grob und fein sehen, aber wir haben in 5 Minuten, je nachdem wie grob man das sieht, wenn man es etwas grober sieht, haben wir bei 1,1244 das letzte Hoch. Das ist jetzt kaputt. Wenn man etwas feinfühliger ist, sieht man das bei 1,1242. Wir reden von 2 Punkten, von 1,1242 und dann ist dieses kaputt. Das Grundprinzip ist ja, außerdem sind wir hier blau gebürstet, mein lieber Peter. Das Grundprinzip ist ja, wer eine Euro-Pro-Lizenz hat, und wir werden die ja morgen in Ratingen nochmal von vorne bis hinten auseinanderpflücken in mehreren Schüben. Ich glaube, wir haben noch einen Platz frei für den Tag morgen, wo wir Euro-Pro bis zum Erbrechen üben. Morgen, ich glaube, 8.30 Uhr, ne? Nilsen? Ja. 8.30 Uhr, 9 Uhr. Ja. 8.30 Uhr treffen wir uns in Ratingen bei FX Flat im Konfi-Raum. Ich weiß gar nicht, warum der Konfi heißt. Wahrscheinlich, weil sie immer feiern mit Konfetti. werden wir Euro-Pro auseinanderpflücken. Also, wir sind auf jeden Fall mit diesen Kerzen hier in einem Aufwärtstrend. Jetzt hier oben drüber sowieso, und wenn wir hier oben drüber knacken, dann war's das. Wir haben uns diese Geschichte letzte Woche mal etwas genauer angeguckt und demnach, also, man sieht, in wie viel Charts man hier rumturnt, ne? So, und demnach haben wir gesagt, er kann ruhig eine ganze Weile jetzt hier unten bleiben. Wir haben hier extrem schnell dieses Tief angesteuert. 1,1175 war unser unteres Ziel. Angelaufen sind wir dann die 77, das heißt die 75 haben wir noch nicht ganz. In der Regel ist es so, dass er sich dann, mal gucken, ob wir noch weiter zurückkommen, an solchen Marken, so wie hier, mehrere Anläufe holt, über mehrere Tage, so eine Anläufe holt, um dann nach oben wieder auszubrechen. Genau auf dieses Szenario kann man jetzt bauen. Das heißt, Long-Szenarien, also für die Jungs, die hier sind, um mittelfristig zu handeln, sehe ich hier im Moment 2 Möglichkeiten. Sich Long-Positionen zu holen, welche aber alle ausnahmslos unter der 1,1170 zu besichern sind. Das wären in dem Fall jetzt 60 Punkte, das ist für einen Euro sehr viel. Wenn man mittelfristig denkt, kann man anfangen hier bei der 1,1210, weil in dem Fall könnte es eine inverse SKS werden. Hier im kleinen Rahmen oder im kleinen Rahmen 1,1210, in diesem Bereich 1,1215 bis 1,1210. Wenn er hier Halt findet, kann man versuchen, mit engen Stops sich Long einzukaufen. In dem Fall hätten wir jetzt hier die Nackenlinie und dann das ganze Szenario mit einem Ziel bei circa 1,1324 und die 1,1324 deckt sich dann mit dem Bereich zwischen 50er und 61er Level und deckt sich mit diesem Zwischenhochs hier. Da. Das wäre ein mögliches Szenario, welches man handeln kann. Wenn wir das jetzt machen wollen, müssen wir uns dann mit Euro Pro drauf vorbereiten und vielleicht unterstützen uns unsere Zielbereiche. Das heißt, wo haben wir gesagt, wo dürfen wir hin? Wo wäre die Schulter? Welche Marke haben wir gerade benannt?
Man sieht auch hier, die Short-Szenarien sind durch. Da haben wir die Schlusskurse. Da haben wir einmal diesen Bereich. Das hier ist ein Fake, den er gerne da durchmacht, um das mal genau zu machen. Bei Nelson habe ich ja gelernt, wie man so eine Kerze sieht. So, nehmen wir mal die Schlusskurse. Close 1, 12, 16, 9. Open 1, 12, 14, 6. Da diese beiden Kerzen hier. Und hier haben wir den Open 1, 12, 11. Dann sind wir etwas genauer. Genau, Jürgen, wir sind bei 1, 12, 15, zwischen 1, 12, 15, 1, 12, 10. Das würde heißen, 1, 12, 15 wären wir genau hier. Und hier nehme ich jetzt mal alles wieder raus. Ich habe mir mein Euro pro zerschossen oder durcheinander gebracht. Nicht schön. Nur mal so viel zur Wirkung unserer Zielbereiche. 47 war oben, 35 war unten. Hier oben angestoßen mit einer Glatze. Close 1, 12, 47, 2. Unser Zielbereich 1, 12, 47, 2. Auf den Zehntel. Sogar auf den Tick genau angelaufen. Das High 1, 12, 47, 2. Der hat hier ein Stück tiefer eröffnet. Nochmal einen Tick da hoch und ist direkt runter, um unseren unteren Zielbereich zu touchen. Genau das sind die Nummern, auf die wir morgen eingehen werden, auf die wir morgen in Rating nochmal eingehen werden. Wir werden uns genau diese Themen nochmal zerpflücken. Warum, wieso, weswegen ist das so? Die, die ja morgen hinkommen, bitte bereitet euch vor, bringt uns Bilder und Beispiele mit, damit wir die auseinanderpflücken können morgen. Also, wenn wir die 1, 12, 15 auf dem Deckel haben, in der Kombination, dann wissen wir, diese Marken sind heute für uns wichtig. Einmal die 1, 12, 28, 1. Wir müssen die hier allerdings runden. Und einmal die 1, 12, 16. Von der 28 bis zur 16 muss ich das Ding nicht gegen mich laufen lassen, sondern in diesem Fall, wenn so eine Marken angelaufen werden, sollte man die mit engen Stops probieren. Es sind ja immer spekulative oder Versuche, die wir hier starten. Da wir nicht wissen, was der Markt mit uns machen will. Deswegen Versuche starten, wenn solche Versuche, wenn man die startet, wenn man jetzt sagt, okay, 1, 12, 27, 9 ist mein Zielbereich. Mein Ziel. So. Wenn ich jetzt diese Marke habe, dann muss ich meine Limit ganz knapp da drüber legen. 1, 12, 28 Spread, also 1, 12, 30, dann Stop 1, 12, also Stop 5 Punkte. 1, 12, 30, Limit Pullback mit 2 Punkten Rücklauf, Stop 5 Punkte. Greift dieser Stop, okay, dann ist das so, dann kommt die nächste Nummer. Hier unten hatten wir die Linie bei 1, 12, 16, also gehen wir auf 1, 12, 18. 1, 12, 18, wieder Limit Pullback, Stop, 5 Punkte. Ja. Jetzt kam genau die Nummer mit dem Dreieck, die Günther hier gesehen hat. Günther meint dieses Dreieck hier. Und warte mal, da gehe ich mal in einen anderen Chart. Gehen wir dahin. Hier kann man es besser sehen. Hier haben wir auf jeden Fall schön die Tiefs.
Die Hochs werden etwas schwieriger, weil wenn, so hast du wahrscheinlich das Dreieck gemeint, wäre das Dreieck noch so gesehen? Wie müsste dieses Dreieck aufgelöst werden? So wie ich das Dreieck jetzt gezeichnet habe. Ja, so wie es jetzt gezeichnet ist, muss das Dreieck nach oben aufgelöst werden. So wie das hier gezeichnet ist, muss das Dreieck nach oben aufgelöst oder sollte regelkonform nach oben aufgelöst werden. Ein Dreieck wird aufgelöst immer in Richtung des längeren Schenkels. Der längere Schenkel, der kommt daher, weil wir aus einem Trend kommen, das ist egal, in welche Richtung, in einem Aufwärtstrend muss das Hoch als erstes kommen und dann das Tief. So, das Ganze nennt man dann irgendwie bullische Flagge oder bullisches Dreieck, weil wir kriegen auch innerhalb dieser Geschichte immer höhere Tiefs und tiefere Hochs. Das heißt, wir bewegen uns in einem verschachtelten Trend, wir bewegen uns in einem funktionierenden Aufwärtstrend, in einem intakten Aufwärtstrend, der dann fortgesetzt wird und die ganze Geschichte wird hier nur aufgelöst. Wer dazu Lust hat, ich glaube, Paolo, der kann sowas ganz gut, bitte eine Mail schicken oder ein Thema aufmachen. Solche Geschichten würde ich bei uns im Paternoster Club ganz gerne auseinanderpflücken, beziehungsweise werde ich nächste Woche anfangen, zu solchen Sachen eine Videoreihe zu drehen. Wir haben genau vor, solche Sachen in eine Videoreihe zusammenzufassen und in Kurzvideos zu erläutern, wenn da Bedarf besteht. Also die ganzen Basics der Börse will ich in den nächsten Wochen in eine Videoreihe zusammenfassen und eine komplette Mediathek anlegen. Ich wäre euch dankbar, heute sind ja auch recht viele Leute hier, ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir sehr, wenn ihr mir dabei hilft, ich habe euch das gerade erzählt mit dem Captain und mit dem Schiff. Ein Captain, der hat das ganze Schiff nicht im Blick, niemals, sondern die Mannschaft und die Crew ist gefragt. Und wenn in der Crew jemand krank ist und sich das nicht traut zu sagen, weil er Matrosen am Mast hat, als Beispiel, wer die Seefahrt kennt, der weiß auch, was Matrosen am Mast sind. Dann ist es gut, wenn jemand anders von der Crew kommt und sagt, ich glaube hier, der Kalle, der hat Matrosen am Mast, der traut sich aber nicht. Können wir dem irgendwie helfen? Das ist Sinn und Zweck von unserer Crew, von unserer Community. Und genauso ist es hier. Ihr müsst, nee, ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir dabei helft. Packt mir einfach eure Fragen zusammen, packt die zusammen in ein Paket. Okay. Und wenn wir bei den absoluten Basics anfangen, woher, wieso benutzt du eine EMA 200? Warum eine 21? Warum eine 50? Warum mal eine SMA und mal eine EMA? Warum werden Dreiecke so aufgelöst? Warum entstehen Dreiecke überhaupt so? Wie ist das Verhalten in solchen Dreiecken? Warum ist das, obwohl das nach unten zeigt, ein bullisches Signal? Wir machen im Seminar Kerzenübungen und gesagt, okay, warum ist diese Formation bullisch oder bärisch zu werten, obwohl sie überhaupt nicht so aussieht? Und, und. Bitte, bitte, bitte. Dann
Sagt mir bitte Bescheid. Oder helft mir dabei bitte. Ja, Harald, aber dann funktioniert diese Nummer hier schon lange nicht mehr. So. Weil, wenn wir sauber arbeiten, erstes tief, erstes hoch. Das ist der Nachttier geschuldet und wir brauchen die letzte Bewegung. Das heißt, ich messe so ein Dreieck erst, wenn die Korrektur eingeleitet ist nach einem Trendbruch. Und immer von dem letzten Hoch- oder Tiefpunkt aus der Hauptbewegung. Deswegen, ups. Da das Tief und da das Tief. Das ist nun mal an der Börse so verschiedene Sichtweisen, ne? Die gibt es nun mal. Aber wir sehen, man kann jetzt alles anfassen, wie man will. Man kann jetzt gucken, wo man will. Wir haben immer wieder das gleiche Problem. Wie Michael, mein Freund Michael Vogt hat das mal sehr schön beschrieben in einem Vortrag bei uns in der Traderwoche, wo er mal das Beispiel erzählt hat von Kippbildern. Kippbilder kennen, glaube ich, jeder. Das ist nämlich genau das, was uns hier an der Börse oft verwirrt. Kippbilder sind solche Bilder, wo man sagt, man guckt auf ein Bild und der eine sieht den Körper einer älteren Dame. Und wenn man nochmal genau hinguckt, dann kann man auch erkennen, dass es eigentlich nur der Kopf einer jungen Frau ist. Oder einen alten Baum. Man sieht irgendwie auf den ersten Blick, sieht man einen Baum ohne Blätter, nur verzweigt bis zum geht nicht mehr. Und wenn man etwas genauer hinguckt, sieht man, das sind eigentlich zwei oder drei Männergesichter. Das sind sogenannte Kippbilder, wo man aus den Bildern so verschiedene Sachen lesen kann. So. Ja, wäre er, ist aber egal, wie ich das hier mache, hier wäre er genauer. Sehr schön aufgepasst. Ist aber nicht das Hoch von der Bewegung. Das ist das erste Hoch nach dem erfolgten Trendwechsel in dieser Zeiteinheit, wo ich das einzeichne. So, und wenn ich das jetzt so betrachte, ich habe in beiden Fällen den Schenkel hier oben. In beiden Fällen. Und dann gibt es hier nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder war das hier der Fake. Es ist aber die typische 8 Uhr Eröffnungskerze, die lasse ich aus der Wertung. Oder das hier war der Fake, der jetzt optisch viel besser danach aussieht. Nämlich wir haben hier unten jetzt drei schöne Dochte und eine schöne Umkehrformation. Deswegen sieht es eher danach aus, dass das hier unten der Fake war und wir nach oben ausbrechen. Und wir haben... Und wir haben hier unten genau unsere Zielbereiche abgeräumt, bewegen uns natürlich jetzt sehr lange in einem Außenstab, wie man das so schön sagt, ne? So, und demnach sind wir jetzt hier in dieser Abwärtsbewegung, haben dann hier 61,8%. Wenn wir das Spiel jetzt mal umsetzen, nach Euro pro wird das sehr schwierig jetzt. Und
Deswegen setze ich auf diese Marken da unten. Zack. So, wenn das jetzt die Korrektur gewesen sein sollte, dann dürften wir da unten rausgehen und sind dann erst an der 30, die wir vorhin aufgerufen haben. Und wenn die 30 kommt und wir jetzt diese Bewegung in drei Wellen machen, dann dürfte die dann von der 30 kommend wieder zurücklaufen, um dann die dritte Welle einzuleiten, die uns dann aber auch nicht viel, sehr viel weiterbringt. So. Jetzt gehen wir mal Euro pro durch. Habe ich übergeordnet einen Trend, ja oder nein? Na, wenn ja, in welche Richtung? Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Shorttrend. Wir haben in unseren Seminaren immer genau dieses Thema. Da haben wir das Tief. Wir haben noch kein neues Tief. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Ab hier mit dieser Kerze beginnt ein Abwärtstrend. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Da, wenn man das hier sogar noch nimmt, ist das hier das letzte Hoch. Wir können auch das nehmen. Das ist in diesem Fall jetzt glücklicherweise mal scheißegal. Wir haben Bewegung, Korrektur. Wir haben hier ein höheres Hoch. Selbst wenn wir das Hoch hier nehmen, haben wir hier ein neues Hoch. Eine Aufwärtstrenddefinition in einem intakten Abwärtstrend. Aber Bewegung, Korrektur, Bewegung, auch grob gedacht. Und auch dieses Tief ist jetzt Geschichte. Und damit haben wir zwar haben wir den Aufwärtstrend gebrochen, aber den Abwärtstrend noch nicht etabliert. Den Aufwärtstrend hier haben wir gebrochen. Ich gucke jetzt nur auf diese Zeiteinheit. Wir haben diesen Aufwärtstrend hier gebrochen. Aber wir haben den Abwärtstrend noch nicht definiert, weil für die, was brauchen wir für den Abwärtstrend laut Definition? Das Tief haben wir. Bruch des letzten Tiefs ist da. Richtig, Stefan hat aufgepasst. Stefan R. Wir brauchen für eine Definition, wir brauchen keine Bestätigung. Wir brauchen tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Das tiefere Tief haben wir jetzt erstmal, weil da ist ein Tief, wir haben ja ein tieferes Tief, jetzt brauchen wir ein tieferes Hoch. Und dass wir ein tieferes Hoch haben, das erfahren wir wann? Wann wissen wir, dass wir ein tieferes Tief haben?
Jetzt haben wir das ja hier. Da haben wir schon ein tieferes Tief. Ist das gültig? Jens, sorry, ich habe deine Nummer übersehen. Genau, wir brauchen hier drunter ein tieferes Tief. Erst wenn wir hier drunter ein neues Tief bekommen, dann ist auch erst dieses Hoch da oder dieses Hoch gültig, weil bis dahin kann immer noch ein neues Hoch entstehen. Wenn wir jetzt ein höheres Tief machen und machen hier ein höheres Hoch, ist das ganze Gedöns hinfällig. An solchen Sachen kann man erkennen, dass viele Regelwerke hier zusammenkommen und dass man nicht jedes Regelwerk handeln muss oder handeln darf, sondern dafür ist es dann wichtig, Zielbereiche oder Euro pro oder. Wir sehen, auch bei so einem einfachen Regelwerk ist es manchmal recht schwierig. So. Hier haben wir es jetzt endlich geschafft, einen Trendbruch hinzukriegen. Auch ja, guck mal, was ich heute Nacht gemacht habe mit der Eröffnung, ganz knapp unter der 12 gebremst. In 5 Minuten hat er jetzt mit Schmackes mal endlich mal die erste Emma genommen. Und im Stundenchart, wenn wir jetzt hier drunter bleiben, haben wir endlich mal tiefere Hochs. Und wenn wir jetzt so ein tieferes Tief haben, hätten wir jetzt einen Abwärtstrend, der uns runterführen kann bis zur 5,88. Und wir haben hier unten noch was. Wir haben noch ein offenes Gap. Deswegen, wenn überhaupt, dann nach wie vor, ich glaube immer noch nicht an neue Allzeithoch, sondern hier bin ich immer noch der Shorty. Und hier, wenn wir nach Euro pro handeln, da, dann sind wir übergeordnet, haben wir eine 5-Minuten-Bewegung, wir haben hier die Korrektur. Und wir brauchen, um nach Euro pro einzusteigen, sagen wir immer, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung soll gebrochen sein. Das ist hier unten tief, soweit sind wir noch nicht. Aber darum kümmern wir uns morgen mit den Leuten, die uns in Ratingen besuchen und einfach mal gucken wollen, wie Nelson Kaffee kocht. Also wir sind so verblieben. Nelson kocht den Kaffee. Der Dino schäumt die Milch auf. Und der Wolle zapft das Bier. Glaube ich, ja, sowas angedacht, oder? Man merkt, du bist noch nicht ganz gesund. Ach so, okay, dann kochst du eben den Tee. Eistee. Eistee, genau. Super. Oh, alles klar. Jetzt kriege ich gerade einen Zettel auf den Tisch geklebt. Ich habe in 14 Minuten Arzttermin. Erklärt der Nelson auch Fußball? Ja, Nelson. Du bist der Fußballlehrer, nicht ich. Ja. Okay. So viel hier als Einblick in meine Denkweise. Vielleicht ist Nelson so nett und in der Nachfassmail gibt er vielleicht unsere Kontaktdaten, also unsere E-Mail-Adresse mal mit an. Ich möchte euch bitten, uns bei dem Aufbau der Videoreihe zu helfen. Angedacht ist eine Reihe von 40, 50 Videos. Börse wirklich von der Pike auf an erklärt. Ich glaube, die Seminarteilnehmer aus dem letzten 3-Tage-Seminar hier sind da vielleicht nicht ganz dumm nach Hause gegangen und haben auch gemerkt, dass die Basics das A und O sind und die Basics, die vergessen 80% der Händler, weil sie auf komplizierte Flächenberechnung etc. verlassen. Und genau diese Lücke, die wollen wir auffüllen und werden damit innerhalb der nächsten 2-3 Wochen anfangen. Und ich hoffe auf
eure Mitwirkung, auf eure Hilfe. Denkt an die Geschichte mit dem Schiff und mit dem Captain. Und ich will aus unserer Fregatte, aus unserem kleinen Schiffchen hier, will ich eigentlich einen Flugzeugträger machen. Idealerweise sogar mit mehreren Kapitänen besetzt, damit einer nicht alleine ist. In diesem Sinne sage ich erstmal danke, dass ihr heute da wart. Und jetzt muss ich mich hier verabschieden. Sag danke, dass ihr auch so zahlreich da wart. Ich hoffe, der Einblick hat euch ein bisschen was geholfen, auch wenn wir heute Morgen keine Position platziert haben. Aber ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wenn ja, dann lasst es uns wissen, dann wissen wir, wie wir in Zukunft weitermachen. Und wenn nein, lasst es mich auch wissen, dann machen wir es eben in Zukunft vielleicht anders. In diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Tag, viel Glück, tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Ja, super, vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank an die Teilnehmer. Schön, dass ihr heute Morgen wieder so zahlreich dabei waren. Ich wünsche natürlich auch noch einen schönen Tag. Einen erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Position auf. Thorsten, wir hören uns später. Und ja, für alle, die morgen kommen, ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss zusammen.